Der Flo23.11 auf Instagram fragt mich: Reini, was nennst du als Case her, ja, für dein Mobiltelefon? Das hier, und da gibt es einige davon. Und wenn du wissen willst, was die können, ja, dann bleib dran. Ja, hallo, willkommen, da ist der Reini Rossen vom Survival Shop Problemscode. Schön, dass du dabei bist. Ja, auf Instagram kriege ich ja sehr, sehr viele Fragen. Und wenn du mir auch eine stellen willst, dann besuch mich auf Instagram. Auf jeden Fall war eine Frage vom Flo, ich gehe davon aus, dass das Florian heißt, was für ein Handy ich benutze und ja, welches Case ich dafür verwende. Und zwar, ich benutze dieses hier, das ist so ein iPhone unter anderem, ich zeige ja dann ein paar andere auch noch. Ich weiß nicht, welche das ist jetzt konkret, aber das ist ein großes. Ich glaube, ist das ein 11er? Sag du mir, welches das ist, ja. Product Red steht drauf. Ich kenne mich mit Telefonen überhaupt nicht aus, aber ich brauche halt eins. Und ich verwende sehr, sehr gerne diese Outdoor-Hüllen von Tatonka. Die sind jetzt nicht wasserdicht, die sind jetzt nicht panzerglas. Sowas habe ich auch, wenn ich zum Beispiel selbst Trainings gebe oder selbst draußen im Dreck schlafe oder so. Aber so für normal sind mir die hier viel, viel lieber. Und jetzt schauen wir uns an, welches es noch gibt. Ja, es gibt 4 unterschiedliche. Und ich habe natürlich einen Tick. Das ist dir vielleicht schon aufgefallen, wenn du mir länger hier folgst. Wenn nicht, dann lass mal Abo da, dass ich ein bisschen einen Knall habe, was Ausrüstung betrifft. Und es gibt 4 unterschiedliche Cases. Und fangen wir mal mit dem kleinsten an. Ich gebe da unten den Link auf Amazon, dort sind dann die Maße. Alle sind gleich aufgebaut, schön gepolstert. Da hinten gibt es die Möglichkeit, das in eine Gürtelschlaufe so oder so reinzugeben. Du könntest es auf Molle raufgeben mit einem Adapter. Das geht alles, ist liebes Netz. Ist auch leicht gepolstert, wie gesagt, das ist schon okay. Und dann gibt es hier die Schlaufe, die machst du auf. Und diese Schlaufe, die ist dann nämlich auch gleichzeitig, das ist wie bei einem Sun Case, so wie bei, ja, so nennt sich das, glaube ich. Das heißt, du machst auf und kannst da anziehen und dann macht sich das auf und da passt zum Beispiel dieses neue Nokia-Nachbau-Dingsbums wunderbar rein. Da wäre auch noch Platz für ein bisschen was Größeres. Also das ist für so ein Mobiltelefon, ein kleines Mobiltelefon, S-Variante. Dann gibt es das Medium. Ja, selber Aufbau, es ist immer dasselbe mit einem schönen Klett, der ist auch in Ordnung. Also der hält auch wirklich was aus. Hier wiederum die Möglichkeit zum Ziehen. Und das ist das iPhone von meiner Frau. Ich weiß nicht, da steht vielleicht drauf, ein iPhone S. Ich weiß nicht, ja, auf jeden Fall, ich kenne mich damit nicht aus, aber das passt da auch super rein. Und das Nette dabei ist, es ist immer, ja, also mir gefällt das, wie gesagt, mir gefällt das System. Dann gibt es eben ein Large, da habe ich jetzt dieses rote iPhone drinnen. Ja, das ist meins, das geht sich auch wunderbar aus. Innen drinnen, in dieser Hülle, da ist so ein Flauschi-Mauschi drinnen, ich weiß nicht, ob du das siehst, ja. Das soll dazu dienen, dass vorher machst du Hüppchen, Hüppchen! Und dann ist da alles und dann schmiert man da drauf herum oder so irgendwie. Aber wenn man es wieder da, und es ist so fettig, und wenn du das da reingibst und da drin lässt und dann wieder rausnimmst, oh, dann ist es gleich wieder ein bisschen geputzt. Natürlich solltest du trotz alledem dein Handy immer wieder mal ein bisschen waschen. Aber lassen wir das. Gut, also das ist das Large. Und dann gibt es noch das X-Large. Ja, das X-Large. Da ist auch mein Telefon drinnen. Und zwar, das ist ein Samsung Note 10 Plus, glaube ich, so heißt das. Ja. Und das mag ich extrem gern, weil mit dem kann ich schöne Notizen machen. Das ist so genial einfach. Und das, wenn du diese Größe an Mobiltelefon hast, dann geht sich das auch schön aus. Da ist sogar noch, wenn du schaust, so wäre da noch ein bisschen ein Platz. Hier, da sieht man jetzt die Kamera und alles und sowas und überhaupt, na, wie auch immer. Auf jeden Fall passt das gut rein und ist super. Auch wiederum mit dieser Funktionalität. Das Einzige, was ich noch nicht gecheckt habe, und vielleicht kannst du mir helfen, wenn du die auch im Einsatz hast, was ist das da? Da ist nichts. Da ist, also, ist das nur fürs Design, dass sie da das draufgenäht haben? Oder ist in den drinnen irgendwas, was das braucht, dass das da anknäht oder damit es einfach cool ausschaut? Und das tun sie auf jeden Fall. Dass das natürlich jetzt nicht dazu gedacht ist, dass ich das Telefon werfe und auch wenn du mit dem Panzer drüber fährt, glaube ich, wird es das nicht aushalten. Aber es ist geschützt. Es ist nett, es ist geschützt und nicht nur unbedingt im Outdoor-Bereich oder auf Reisen gedacht, sondern kann man ja auch im Büro benutzen oder so. Also mir gefällt das. Ich gebe da unten den Link auf jeden Fall auf diese Produkte. Und eine Sache habe ich noch zum Telefon, weil vielleicht gehörst du zu der Gruppe, die sagen, Schaß Telefone.
Auch auf Instagram werde ich immer wieder gefragt, Reini, was sind so Bugout-Geschichten? Mach einmal ein Bugout-Back-Video, habe ich schon gemacht, aber ich werde noch einmal eins tun. Aber so in der Richtung, was gehört rein in so ein Survival-Kit? Und dann frage ich immer, was meinst du unter Survival? Naja, wenn ich in der Natur einen Notfall habe oder so irgendwas. Und da gehört eine Rettungsdecke zum Beispiel rein und eine Erste-Hilfe-Set und so weiter. Aber was ich immer wieder sage ist, du brauchst ein aufgeladenes Mobiltelefon. Das muss ja kein Smartphone sein. Kann ja auch so ein Feature-Phone sein, wie das gelbe Nokia, was ich da gezeigt habe. Aber du brauchst ein Telefon. Und da kriege ich dann immer wieder auch Rückmeldungen, die sagen, ja, wenn ich in die Natur gehe, dann will ich eigentlich gar nicht telefonieren. Da lasse ich mein Handy absichtlich daheim. Und ich verstehe, dass man in die Natur gehen mag und sagt, ich will jetzt ganz einfach meine Ruhe haben. Aber wie wäre es, wenn man das Telefon ausschaltet, in ein Case gibt, muss nicht von Tatonka sein, kann was anderes auch sein, da reingibt und dann im Rucksack oder in Taschen oder sonst irgendwas mit hat. Weil dann könnte man wirklich ernsthaft, wenn man ein Problem wirklich mal bekommen sollte, und meistens sind es Erste-Hilfe-Notfälle, die man hat, könnte man das Telefon rausnehmen, wenn man allein ist und noch bei Bewusstsein ist und noch handlungsfähig, könnte man das rausnehmen und könnte dann da seinen PIN-Code eingeben und könnte jemanden anrufen und sagen, dass man eine Aua hat. Das gehört auf jeden Fall meiner Meinung nach in ein Survival-Kit rein. Und damit meine ich nicht in Alaska, wo es keinen Empfang gibt, sondern hier in Mitteleuropa. Da ist eine Taschenlampe und andere Dinge auch dabei, vielleicht auch ein GPS und so. Also, noch einmal, auch wenn du zum Bushcraften rausgehst und zum, oder so irgendwie wandern oder was auch immer und du sagst, ich will gar kein deppertes Telefon, ich will nicht die ganze Zeit, dann nimmst trotzdem mit. Und wenn du das nicht schaffst, weil einer hat mir mal geschrieben, ja, ich schaffe es dann nicht, das Telefon ausgeschalten zu haben, dann kann da keiner helfen. Dann ist es halt so. Nein, aber ein Telefon gehört ganz einfach mit dazu. Schalt es aus, gib es in einer Case oder auch nicht und fertig. Wenn dich das insgesamt interessiert, billige Eigenwerbung, wie ich über Überleben in der Natur denke, dann check da eines von meinen Büchern, gebe ich da auch unten den Link dazu. So wie immer, 600 Survival-Tipps oder die 10 Survival-Regeln. Hol dir das. Schreib mal bitte einen Kommentar, wie du das siehst. Hast du zufälligerweise vielleicht dieses Tatonka-Case im Einsatz? Oder was verwendest du? Wie siehst du das mit dem Telefon? Komm, lass uns diskutieren, das freut mich. Wenn du mir eine Frage stellen willst, eine richtige Frage, dann bitte auf Instagram vorbeischauen. Auf Reini Rossmann, ich gebe auch da unten den Link dazu. Danke, das war's wieder. Daumen nach oben, Abo dalassen, anderes Video. Hat mich gefreut. Bis bald und ciao.